So, und damit herzlich willkommen zu The Lord of the Rings Rise to War. So, und wir spielen ein bisschen weiter. Bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Genau. So. Und bitte. So. So, Musik ist ja wie bereits in der letzten Folge von mir im Schnitt hinzugefügt worden. Beziehungsweise muss ich das natürlich jetzt dann noch machen, weil ich nehme jetzt hier gerade nur auf. Und genau, so. Und währenddessen tue ich im Hintergrund mal was anderes rendern. Deswegen haben wir jetzt gerade im Moment ein bisschen weniger FPS wie sonst, aber trotzdem müsst's passen. So. Und jetzt geht's rein in die Folge und Spiel. Bitte mach jetzt, dass es angeht. So, der Herr der Ringe, die Schlacht beginnt. Jetzt bei mir vor der Haustür. So, 100%, das heißt hinein in die Schlacht. Hui. So, aha. Cool. So. Aha, okay, all meine Halle sind etwa voll. So, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier jetzt mal einmal all meine Truppe hierher heimbringe, damit ich denn ihre Ausrüstung verändern kann. Das habe ich nämlich in der letzten Folge nämlich herausgefunden. Aha, Fahrimir, du kommst jetzt bitte auch mal heim. Ihr könnt später die Länder noch besetzen. So, und so, da kam gerade kein Geräusch. So, Goldabgabe, ey. So, Dankeschön. So. Die Kaserne bildet gerade gar nichts aus. Kann ich euch mittlerweile rekrutieren? Nö, aber euch. So. Und. Perfekt. So. So, und weg ist mein Geld. So, aber dafür haben wir jetzt hier ein paar gute. So, die Haupthalle habe ich, glaube ich, letzte Folge verbessert. So, dass wir jetzt hier jede Menge neue Möglichkeiten haben, was zu bekommen. Das dauert jetzt aber alles ziemlich lang. Und das ist ziemlich doof. So, aha. Boah, das dauert ja richtig lang. Aber wir haben hier was Neues. Das bedeutet, das können wir jetzt von mir aus mal machen. Das dauert zwar lang, aber hier sind es nur 38 Sekunden. So, wie sieht es mit euch aus? Aha. So. So, und währenddessen das jetzt macht, was es da auch macht, gucken wir mal hier. So. Halt, mir wollte ja jetzt. So, jetzt holen wir uns erst schon noch unser Tagesgeschenk. So, also. Mir wollte jetzt kurz noch in die Taverne Commander rekrutieren. Nein. Wen wollen wir denn jetzt hier gerade? Gimli haben wir jetzt. Gimli, auf welchem Level? Ja. Gimli. Aha, den haben wir jetzt, aber den können wir nichts geben. Können wir den. So, jetzt mal gucken, Gegenstände. Wo kann man das denn jetzt nochmal machen? Kommandanten hier. Aha. So. Die sind jetzt alle daheim. Das bedeutet, wir können die jetzt auch hier verbessern und denen Kleidungsstücke geben. So. Aha. So. Porträt. Aha. Punkte verleihen. So, erfahrener Krieger Level 3, Fahremir. So, jetzt kriegst du mal das. Und was ist mit dir? Erfahrener Krieger. Und
machen wir noch das da. Zack. Okay. So. Jetzt, was mir als nächstes mache wäre, ist, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen marschieren. Dazu müssen wir jetzt hier hineingehen. Dann Armee. So, der stärkste, den wir haben, ist unser guter Mann hier. So. Zack. So. Wobei ich würde hier, glaube ich, noch ein paar Bogenschütze dazu lege. Also. Machen wir mal hier die Hälfte. Und hier noch ein paar Schwache. So, kann ich das nicht bestimmen, wie ich das habe? Okay, nö, wenn ich das nicht kann. So. Gimli. So, machen wir hier mal. Hier noch die Vögel und... Na. So, okay. Wobei, das ist jetzt schon ziemlich... blöd so. Also... Aha. Okay. So, Faramir. Ich auch noch ein paar Leute habe. Aber das ist zu viel. Machen wir hier null Reiter mehr. Habe keine Reiter mehr. Gut, dann kriegst du so welche. Und so. Genau. So, jetzt wäre mir mal gucken, wie das jetzt mit dem Erobern hier geht. Marsch. Wer ist mein Stärkster? Jetzt greife mir mal mit. Ausgewogen. Du greifst hier an. Ups, das wollte ich nicht. Wir greifen hier an. So, und dann holen wir uns noch als nächstes den Platz hier. Den will ich auch. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Weil bis jetzt haben wir die nämlich vorher nicht erobern können. Aha. So. Also, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Kämpfe an. Weil letztes Mal haben wir ja leider ziemlich verloren bei den Kämpfen. Okay, das ist besetzt. Das heißt, die haben wir besiegt. Einfordern. Gebt jetzt hier. Halt, geh weg. Wir wollen unsere Freunde jetzt zusehen. Weg jetzt. Ha. Okay. So, perfekt. Der Gimli hat auch besetzt. Und der Faramir hat auch das Land besetzt. Perfekt. So. So. Aha. 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 So. Okay. 5 Punkte. Okay. Dann wird der Gimli jetzt mal weitergehen. Der hat jetzt schon ein paar verloren, aber kein Problem. Wir werden die jetzt hier alle natürlich behandeln lassen und alle, die tot sind, die wäre ja bereits neu rekrutiert. So. Dann gucken wir mal das. Aha. Die sind also noch zu stark. Was ist hiermit? Okay. Wie sieht es da drüber aus? Ausgewogen. Also rüber mit euch. So. Das sind schon meine. Was ist hier mit? Okay, dann schicke mir euch. Und hier. Alles klar, hinüber mit euch. So. Okay, was ist hier? Mann, ihr nervt mich. Könnte echt mal eine Gefährtengruppe erstellen. So, Abkürzung. Philipp Drachenberg. So. Genau. Philipp Drachenberg.
Berg. So. Jeder kann mitmachen. Gondor. So. Okay, perfekt. So. So, erstellen. Glückwunsch, du hast dich einer Gefährtengruppe angeschlossen. Mitglieder derselben Gefährtengruppen können gemeinsam marschieren und einander mit der Gefährtenhilfefunktion helfen, um Siedlungen schneller zu bauen. Hier werden die grundlegenden Informationen zu deiner Gefährtengruppe angezeigt. Hier hast du Zugriff auf die Fraktion deiner Gefährtengruppe. Du trägst zur Entwicklung deiner Gefährtentruppen bei, im Gegenzug unterstützen dich Gefährtentruppen, damit du schneller und stärker wirst. Folge der Kriegserklärung deiner Gefährtentruppen und Belagerung zu beginnen und Gondors Ziele zu fördern. Aha. Das ist also jetzt meine Gefährtentruppe. So, ich bin dafür, dass ich jetzt hier das hier auch habe will. Hä? Von Spieler besetzt. Kann ich dich hier noch haben? So. Feuer, rüber mit euch. So, ich will dich auch. So. Furchteinflößend. Aha. Okay. Das bedeutet, wenn das Land einem anderen gehört, ist sehr schwierig, dort noch irgendwie anzugreifen. So. Okay. Du gehst mal bitte wieder heim. Okay. So, die Frage ist jetzt, wie kann ich die Lager so erweitern, dass ich mehr Dings bekomme. Karawane in Gefahr, Kapitel 4. Ein Karawanenanführer ist gekommen und bittet dich um Hilfe. Unsere Handelskarawane wurde von Orks überfallen. Wo? Ein Waldläufer hat von dem Vorfall gehört und will sich der Rettungsmission anschließen. 500 Waldläufer haben sich dir angeschlossen. Bitte rettet unsere Karawane. Alles klar. Das heißt, euch muss ich jetzt hier töten, oder wie? Aha. Gut. Gimli. Angriff. Feuer. So. Wie sieht's mit meiner Armee aus? So. Okay. Zack. Alles klar. Du bist jetzt also wieder vorbereitet und kannst jetzt uns hier helfen, den zu töten. Angriff. So. Farimir. Du hast noch zu viele. Das bedeutet, du könntest vielleicht das hier einnehmen. Hier drüber. So. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wie es aussieht mit dem Lager und so. Okay, der Markt. 4 Minuten ist okay. So, Kaserne. Was gibt's denn Neues in der Kaserne? Hm. Ja, ihr braucht noch sehr lang. Okay, Gebiete besetzt. So. Sehr gut, Farimir. Weiter geht's. Einheitenanzahl ist zu niedrig. Hier. Aha. Okay, Farimir, du kommst mal bitte wieder heim. Dann können wir dich nämlich weiter ausrüsten. So. Back to home, my friend. So. Cool. Okay, perfekt geplündert. So, Elbengesang will ich jetzt auch mal einkaufen.
Okay, cool. Aha, so. Dann rüsten wir uns das gleich unsere Freunde auf. So, die sind tot. Okay. Was sagt die E-Mail? Also besser gesagt, unsere Brieftaube. Victory, okay. Die Bandite sind alle tot. So, alle gelesen. So. Einberufen. Okay, die brauchen noch einen Moment, aber ich glaube, die kommen sowieso zurück. Abholen. Gute Arbeit, wir haben die Händler gerettet. Der Karawanenanführer möchte dir persönlich danken. Er wartet dich in der Taverne. Alles klar, let's go. Vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Wir werden ein paar Tage bleiben, bis die Verletzten wieder auf den Damm sind. Wir müssen eine Truhe voller Wertgegenstände in der Windlis zurückgelassen haben. Vielleicht wäre ein Teil der Ausrüstung darin nützlich für dich. Alles klar. Deine Kommandanten sind alle beschäftigt. Versuche es erneut, um sie zu entsenden, wenn sie aktiv sind. Solltest du regelmäßig hier vorbeischauen und die Augen nach verfügbaren Tipps offen halten. So, okay. Ihr seid jetzt wieder da. So. Alles klar. Dankeschön. Tavernengeflüster. Kapitel 5. Der Tavernenanführer hat sich entschieden zu bleiben und die Taverne zu übernehmen. Die Karawanenwachen sind wieder gesund und wollen auch bleiben. Perfekt. Besuche die Taverne, um auf deinen überragenden Erfolg anzustoßen. Meine Freunde, das seid ihr ja. Ich danke dir nochmals für deine Entscheidung. Es gibt einfach zu viele Orks in dieser Gegend. Daher haben wir beschlossen, lieber hier zu bleiben und die Taverne zu führen. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Zur Feier der großen Wiedereröffnung gehen alle Getränke auf uns. Stimmung! Kein Problem. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Die Reisenden haben eine Geschichte zu erzählen, die dich interessieren könnte. Eine Runde ausgegeben. So. Varimir, hinaus mit dir. So. So, Und perfekt. Alles klar. Kapitel 6 Tavernengeflüster. Gandalf der Graue ist von seiner langen Reise zurückgekehrt. Wie geht es euch, meinen alten Freunde? Auf meiner Reise bin ich vielen anderen mit magischen Ringen begegnet, genau wie deinem. Ich habe auch ein paar Beor-Dinge-Freunde mitgebracht, die dir helfen möchten. Boah, ich habe echt richtig viele. Beoin-Freunde heißt es. Die Mächte der Finsternis werden immer stärker. Du wirst Verbündete brauchen, um sie zu besiegen. Wir müssen die Haupthalle auf Stufe 3 verbessern, damit wir unsere Gefährtengruppe anschließen können. Das haben wir doch schon lang. Danke fürs Gespräch, aber das haben wir schon. So. Upsi. So. Machen wir mal das. Keine Ahnung, was das jetzt uns erst einmal bringt. So. Zack. Eine Gefährtengruppe bietet dir viele Vorteile. Du kannst eine bestehende Gefährtengruppe beitreten oder deine eigene erstellen. Ja, Gandalf, das haben wir gerade gemacht. So. Und. Dankeschön, Spiel. Kapitel 7. Autorität des Edelmanns. Heute Morgen kam ein Bote aus Minas Tirith. Du wirst gebeten, dich sofort mit Aragorn II., König der Menschen, zu treffen. Der Feind regt sich immer mehr. Seine Bewegungen sind uns nicht entgangen. Ich gehe mit dir. Alles klar. Du sollst eine gute Siedlung. Ansicht der feindlichen Horden, die an unserer Haustür klopfen. Könnte Gondor einen Kommandanten wie dich gebrauchen? Ich verleihe dir den Titel Ehrenhoheit von Gondor.
Als Dank für deine Leistung hat dir Dientor der Zweite offiziell die Herrschaft über Gondor verliehen. Alles klar, ich akzeptiere. Du wurdest von Gondor belehrt, belehnt. Eile schnell wieder in die Siedlung und bereite deine besten Soldaten auf die Schlacht vor. Diese Wachen werden dich bei deiner Rückreise beschützen. Alles klar. Ziehe los und untersuche die Bewegung des Feindes. Kehre so schnell wie möglich zurück in die Siedlung. Ich habe dieses rote Buch in der Bibliothek der Stadt gefunden. Du solltest es mitnehmen. Es enthält die Geschichten Mittelerdes und vielleicht Informationen über den Ring. Aha. Rotes Buch der Westmark. So, wie sieht's aus mit meinen Tipps? Okay, ich denk mal. Ausgezeichnet! Es ist nichts beschädigt. Du kannst deinen Kommandanten im Kommandantenmenü mit der neuen Ausrüstung ausstatten. Ja, das könnte ich, wenn ich jetzt alle nach Hause bringe. Und deswegen muss der jetzt auch heim. So, also gut, dann werden wir jetzt mal gleich unsere Kommandante ausrüsten. So, okay. So, Umfrage öffnen. Okay. Vielen Dank im Voraus. So, dann bitte einmal Black. So, okay, ich habe jetzt das mit dem Ding rausgekartet und mir habe jetzt hier 500 Kristalle bekommen für die Umfrage und jetzt gucken wir mal nach unserer Kommandante. Denn die können wir nämlich natürlich auch besser machen, wie sie sind. So. Wie geht's dir? Du kriegst hier auch noch einen Helm. Gimli, für dich haben wir leider keinen mehr. So. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warte. Ach so, die bekomme Stärke auf diese Dinger drauf und durch das, dass ich sie dann tausche, verliere die Stärke. Egal. So. So. Alles klar, aber ich hätte gern, dass du hier das Breitschwert bekommst. So, und Gimli, bei dir hätte ich gern, dass du das hier bekommst. So. Haben wir noch hier bessere Ausrüstung? Genau. Zack. Hier haben wir auch noch was Besseres. Nämlich das. So. Und. Zack. So, dann haben wir doch mal hier alles. Und jetzt können wir dich auch noch verbessern, wenn ich. Ja. Zack. Und. Ah, okay, ich muss das noch verbessern. So, wie sieht's mit dir aus? Okay. So, okay. So. Haben wir einen Beruf? Jetzt könnte mir die Armee nochmal verbessern. Alles klar, wir haben noch richtig viele von denen. So. Aber die würde ich jetzt nicht gern schon verschwenden, deswegen lassen wir die jetzt so. So. Also, ich würde jetzt sagen, langsam beenden wir die Folge. Nachdem jetzt hier in der Kaserne nochmal ein paar Pferde ausrüste und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und. Ja, dann denke ich mal, war das jetzt so 22, 24 minütige Folge, weil ich muss ja noch die Umfrage rausschneiden. Aber genau. Ciao und bis zur, übernächste Woche, stimmt, glaube ich. Ja doch, übernächste Woche. Ciao.